Wir haben heute das Ventuno besetzt aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, weil wir ganz viele Probleme mit dem Bildungssystem haben, mit anderen Dingen in der Gesellschaft auch. Aber gerade das Ventuno haben wir besetzt, weil es ein Paradebeispiel der Privatisierung von Unigelände ist. Wir haben an unserer Uni einen Freiraum gesucht. Uns wurde abgesagt. Das heißt, es gibt so viel es gibt Raummangel an der Uni und deswegen gibt es keinen Raum, der uns zur Verfügung gestellt werden kann. Dafür steht aber, sehen wir ständig, das Ventuno hier leer, ungenutzt. Nach der Hörsaalbesetzung, die Ende letzten Jahres zu Ende gegangen ist, sind eigentlich die Forderungen und die Träume der Studentinnen und Studenten geblieben. Auch der Bedarf eines Freiraums, wo studentisches Leben sich entfalten kann, wo gemeinsam gearbeitet werden kann und diskutiert werden kann, sich getroffen werden kann. Und das Café Ventuno war nach der Hörsaalbesetzung im Gespräch. Die Gespräche sind versandet, beziehungsweise es wurde deutlich gemacht, dass das Café Ventuno nicht in Frage kommt. Und was eigentlich total paradox ist, dass Räume an der Universität eigentlich leer stehen und bei Bedarf Studenten ja eigentlich nur gegen horrende Summen zur Verfügung gestellt wird. Und es kann und darf eigentlich nicht sein, dass hier an der Uni in private Tasche gewirtschaftet wird.